Willkommen zu der Videoreihe zum Thema Bitumen. Hier sollt ihr die grundlegenden Informationen über Bitumen erfahren. Wo der Baustoff überall Einsatz findet, wie er hergestellt wird, welche Prüfverfahren es gibt und wie seine allgemeinen Eigenschaften ihn so wertvoll für die Bauindustrie macht. In diesem Video sollt ihr eine kurze Vorstellung des Baustoffs bekommen, die chemische Zusammensetzung und Struktur sowie die Anwendung im Bauwesen erfahren. Bitumen, Teer und Pech gelten als organische Werkstoffe, die sich im Ursprung, Herstellung und Eigenschaften unterscheiden. Deswegen ist die frühere Bezeichnung von bituminösen Stoffen oder bituminösen Bindemitteln eigentlich nicht richtig. Bitumen sind die im Erdöl enthaltenen Kohlenwasserstoffgemische mit einer hohen Anzahl von Kohlenstoffatomen. Es wird bei der Destillation von geeigneten Erdölen als Rückstand gewonnen. Teer ist ein kohlenstoffreicher Rückstand, der nach der thermischen Zersetzung von beispielsweise Holz, Braunkohle und Steinkohle übrig bleibt. Teer gilt als karzinogen, also krebserregend, und darf deshalb im Bauwesen nicht mehr neu verwendet werden. Und Pech ist der Destillationsrückstand von Teer und ein Bindemittelanteil des Teers. Aufgrund des Verbots der neuen Verwendung von pechhaltigen Bindemitteln in Deutschland kommen überwiegend Bitumen zum Einsatz. Besonders gern werden diese wegen ihrer Klebefähigkeit, Dichtigkeit, Dauerhaftigkeit und Verformbarkeit genutzt. Sie werden größtenteils im Straßenbau und Asphalt sowie im Wasser- und Hochbau als Klebe-, Sperr- und Dichtungsmittel eingesetzt. Bitumen besteht hauptsächlich aus verschiedenen Kohlenwasserstoffatomen sowie kleinen Anteilen an Aromaten und Paraffinen. Die drei verschiedenen Phasen sind die Maltene, Asphaltene und Erdölharze. Dabei bilden Maltene die ölige Phase, also die Matrix, in der alles schwimmt. Es ist löslich in organischen Lösungsmitteln und bestimmt die Konsistenz. Asphaltene sind verantwortlich für die schwarzbraun glänzende Farbe. Der Füller ist hart und spröde und unlöslich und unschmelzbar. Damit bestimmt die Asphaltene das thermomechanische Verhalten des Bitumens. Die Erdölharze sind im Gegensatz zu den Asphaltenen die weiche, schmierige und rotbraun-matte Phase. Der Füller ist löslich in organischen Lösungsmitteln und schmelzbar. Die Struktur des Bitumens entspricht dem eines Soles. Das heißt, dass eine kolloidale Lösung der Asphaltene und Erdölharze in der Matrix aus Maltene ist und kein steifes Traggerüst vorhanden ist. Das Verhältnis der drei Bestandteile Maltene, Asphaltene, Erdölharze bestimmen die mechanischen Eigenschaften Festigkeit, Verformbarkeit und Temperaturbeständigkeit. Jedoch sind bei Oxidationsbitumen veränderte Strukturen, die einem Gelzustand entsprechen, vorhanden. Zu den unterschiedlichen Arten von Bitumen komme ich in einem anderen Video zu sprechen. Wie eingangs schon gesagt, haben Bitumen verschiedene Anwendungsbereiche im Bauwesen. Im Straßenbau findet Bitumen Anwendung als Bindemittel für Oberflächenschutzschichten, Asphalte und Dichtungsstoffe. Neben dem Straßenbau werden Bitumen auch im Brückenbau, im Flugplatzbau, auf Sportplätzen sowie Wasserbau zur Befestigung und Sicherung von Böschungen und Bauwerken, Dichtungen von Talsperren und Speicherbecken und Kanälen genutzt. Im Hochbau werden sie als Kleb-, Tränk- und Deckmassen für Dachpappen, Bitumenschweißbahnen, Korrosionsschutzmittel für Metalle und Bindemittel in Gussasphalt, Estrichen und Fußbodenbelägen eingesetzt. Bei der Instandsetzung und Erneuerung von Asphaltstraßen fallen jährlich 10.000 Tonnen an Ausbaumaterial an. Die Wiederverwendung des Ausbaumaterials ist deshalb nicht nur aus ökologischer Sicht, sondern auch aus ökonomischer Sicht sehr sinnvoll. Damit soll der Einsatz von neuen Stoffen und die Entsorgung in Deponien vermindert werden. Selbst die mit Teer kontaminierten Stoffe werden zu bestimmten Anteilen wieder mitverbaut. In diesen Fällen müssen jedoch die krebserregenden Bestandteile des Teers gebunden werden, damit diese nicht ausgespült werden können. Teer darf bereits seit den 80er Jahren nicht mehr genutzt werden. Trotzdem hält sich der Begriff der Teerstraßen umgangssprachlich noch immer hartnäckig. Ich hoffe, das kurze Video über Bitumen gibt euch einen kurzen Überblick und Einführung in das Thema. In den nächsten Videos werden wir dann mehr in die fachliche Tiefe gehen.